Hallo und herzlich willkommen. Zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Staffel 5 wollte ich gerade. Let's Play Minecraft, die Insel 2, meine ich natürlich. Das muss ich da von unten hier dazu machen. So. So. Das ist schon ein bisschen schwieriger hier rum drüber zu springen. Weil ich das natürlich jetzt nicht weiß. Muss ich ja mal ganz kurz hier einen Block hin tun. Genau. Und hier oben. Dafür haben wir jetzt keinen Stein mehr. Ist das jetzt dein Ernst? Unter halb Stufen gibt es kein Shift. Das ist auch schon eine sehr alte Regel. Diese Regel, die halte ich immer noch nicht ein irgendwie. Erstmal hier. Oh, Leute. Langsam ist es nicht mehr witzig. Tun wir unseren Baustil hier weiterführen. Hier drüben auch mal. Mal sehen, wie das ausschaut. Na, das hat was. Komm, das ist mir jetzt wurscht, egal, wie das ausschaut. Das wächst aber bestimmt ohne Wasser. So, jetzt haben wir den Giebel. Drüben müssen wir noch das hinzufügen. Nee. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt hinbekommen habe. So. So. Eisen fast fertig. Das ist fertig. Komm her, ganz schnell. Wir haben ganz viel Sand. Erde. Das zum ersten Mal hier rein. Ich bin mir noch sehr unschlüssig, wie ich hier oben den Giebel mache, weil das Eichenholz sieht doch ein wenig komisch aus. Wenn doch unser Baum dort hinten wächst, so ist es dann schön, wenn wir das aus Fichtenholz machen, oder? Gute Idee. So. Und noch eine Runde. Und da ist die Axt auch im Dude. Hier ist eine Eiche gewachsen. Ach ja, unsere Axt ist ja kaputt. Ah, können wir das Weizen mal unten rein tun. Muss noch ein bisschen wachsen. Hier ist Knochenmehl.
Ein Eisen haben wir ja drin. Ich finde jetzt wieder Salz. Tun wir gleich mal hier vorne hin. Mal sehen, wie weit wir kommen. Die Leine ist auch, oder? Autsch. Eins. So. Drei. Ne, drei hat es nicht gemacht. Drei. Vier. Fünf. Okay. Immer ein bisschen warten. Da klappt das auch irgendwann. La Fischtee. Dann können wir erstmal Bildchen machen, ne? Bildchen. Und bam. Ist nicht so groß, wie ich erwartet habe. Aber wir kriegen drauf sehr viel Holz raus. Und ich bete nur, dass wir 4 Setzlinge rausbekommen. Weil sonst machen wir Minus. Und die Chance ist doch sehr, sehr gering. Dennoch möglich. Ich hatte es jetzt bisher schon dreimal, dass mir die Fichtenvorräte ausgegangen sind. Beim Nachzichten. So. Manche bauen sich auch mit Leitern hoch. Meines Erachtens noch ein bisschen Holzverschwendung, aber. Ich habe auch gesehen, wie manche eine Treppe ringsrum den Baum bauen, was für mich noch mehr Verschwendung von Materialien ist. Beziehungsweise nicht nur von Materialien, sondern auch von Baustoff. Guck mal, einsetzen kann man schon. Wie viel Holz haben wir? 61, super. Wir beobachten das jetzt erstmal. Oh ja. So. Ernsthaft? Boah. Gibt es einfach nicht. Soll eigentlich so sein, ne? Und so. Und so. Oh, das passt. Kann man auch von hier machen. So. Handverknüppelung wäre auch gegangen, aber wir haben sie einmal in der Werkbank gebaut. Wozu sollten wir sie dann auch nicht nutzen? So, gucken wir nochmal hinter. Ich lasse die Saplings hier despawnen. Zwei Hammer. Drei. Vier. Gehen wir doch gleich da drüben, den zweiten Baum. Mal gucken, ob der jetzt auch weg ist aus den Vieren. Ist irgendwie Gras in der Nähe? Nein. Zwei. Wow, zwei Stück hat es nur gebraucht. Super. Ja, das ist im. Das Problem, wenn man das
so schnell machen kann. Guck mal, wisst ihr? Auf die Uhr geguckt, 10 Minuten sind um. Und ja, die spawnt aber nicht. Nochmal ein schönes Foto. Ja, bevor es anfängt mit Regnen, ist ja gut getimt. Jetzt sehe ich so gut wie gar nichts mehr. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.